Hi liebe Leute, willkommen zu dem kleinen Infovideo hier. Erstmal gilt, ja, ich lebe noch. Yay! Das ist doch eine Sache, die keiner gedacht hätte. Aber tatsächlich war es. Ich lebe noch und bringe auch nach wie vor weiterhin Videos für euch. Das ist doch mal eine tolle Sache. Und in dieser News, News will ich es nicht nennen, aber jetzt hier auf jeden Fall in dem Infovideo, weil ich es einmal gesagt habe, ihr könnt mir ab jetzt spenden. Ne, und ich mache heute Abend auch einen schönen Mario Kart 8 Deluxe Stream heute ab 21 Uhr. Und ihr könnt mir dann ab jetzt spenden. Ich bitte euch allerdings nach Möglichkeit nur in Streams zu spenden, weil ich es da eben auch vorlesen kann und drauf eingehen kann. Wenn ihr mir jetzt hier spenden würdet, könnte ich da nur schwer drauf eingehen. Weißt du, jetzt ist ja. So, wie könnt ihr mir spenden? Das ist ganz einfach. Ihr geht auf die Seite der Videobeschreibung. Tippe Streams, slash Gamercode, slash Donation. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mir über Sofortüberweisung, Paysafe, Ideal, Visa und HeroPay zu spenden, wenn ihr mich spenden wollt. Ich sag mal, die meisten werden über Paysafe machen, das ist ja so ein Code, den man bekommt. Und das funktioniert im Prinzip so, das kann jeder machen. Ihr geht an die Tanke, weißt du, wenn ihr sagt, ihr wollt mir, keine Ahnung, ich glaube, 2 Euro spenden, dann sagt ihr, ja, an der Tanke, ich würde ganz gerne eine 2 Euro Paysafe-Card gut haben und dann tut ihr eben 2 Euro gegen einen Code austauschen und diesen Code könnt ihr dann bei Paysafe eingeben und dann könnt ihr mir diese 2 Euro quasi spenden, wenn ihr es wollt. Das Ganze funktioniert aus, ihr seht schon hier, ich habe es bei mir auch ausprobiert, ich habe mir heute auch in 2 Euro gespendet und wenn man mir Geld spendet, wird dann immer so ein schönes Alert abgespielt, wie zum Beispiel dieses hier. Was ihr jetzt hier seht, eine neue Spende von GamerCost mit 2 Euro. Und dieses LOL, das ist eine Nachricht, die ihr hinterlassen könnt. Das heißt, ihr könnt, wie ihr seht, hier eine Nachricht schreiben. Und die wird dann angezeigt. Ihr könnt auch eine YouTube-Player-URL hinzufügen. Da würde das Video quasi abgespielt werden. Muss aber nochmal schauen, ob ich das behalte. Wegen Copyright muss ich mir überlegen. Ja, das ist eben ein Standard-Ding. Ihr könnt mir ab jetzt gerne spenden. Mich würde es auch freuen, wenn ihr es denn wollt. Ab den Mario Kart Team heute Abend zu spenden. Wie gesagt, es ist komplett freiwillig. Ich bin kein Böse, wenn das nicht macht. Aber wenn ihr sagt, ich hau gerne mal Kaut jetzt so lang und wollt immer so mal ein paar Euros da lassen, ich würde mich tierisch freuen. Weil natürlich ist YouTube, meine Videos und die ganzen Spiele muss bezahlen, ist alles so nicht so kostengünstig. Aber ich mache das Ganze ja als Hobby und nicht irgendwie, um mir was zu verdienen. Deshalb, wenn ihr einfach Bock habt, mir was zu spenden, macht das gerne. Ihr müsst es aber nicht. Ihr könnt auch weiterhin noch mit mir zusammen zocken, ohne dass ihr irgendwas bezahlen müsst. Weil andere YouTuber zocken ja nur mit Zuschauern, die irgendwie Geld bezahlen. Komplett freiwillig, ihr dürft gerne spenden. Mich würde es auch freuen, wenn ihr ab und zu mal was spenden würdet. Aber wenn ihr sagt, ihr braucht euer Geld selber oder ihr habt nicht viel Taschengeld, habt auch viele junge Zuschauer, die haben dann vielleicht nur 5 Euro pro Monat, dann natürlich bitte nicht spenden. Ist ja klar. Müsst es halt selbst überlegen, wie viel es das wert ist und ob es das wert ist. Wie gesagt, nochmals gesagt, ich bin keine Böse, der mir nichts spendet. Ich weiß, dass nur gesagt habe, weil es mehr gefragt haben, ab wann Spenden endlich gehen. Ab jetzt ist es möglich. Mich würde es freuen, wenn man spenden würde und es ja nochmal gesagt, macht das am besten nur während den Streams, weil dann wird es auch angezeigt, wenn ihr mir jetzt spendet, während ich nicht streame, ist das halt schwer mit dem Anzeigen im Nachhinein. Aber heute, ab 21 Uhr Stream ist er Mario Kart 8 Deluxe. Da können wir dann vorbeischauen und dann gerne auch spenden. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen für dem kleinen Infovideo. Macht's gut. Übrigens geht's ab morgen wieder regulär mit Videos weiter, hoffentlich. Ich bin noch in der Klausurenphase gerade. Deshalb kam die ersten Tage kaum was, beziehungsweise wenn was kam, nur Mario Maker und Zelda. Mal sehen, wie ich das handhaben werde. Aber jetzt erstmal macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.